Ja, Freunde. Thema des heutigen Videos ist das Wargaming. In letzter Zeit, in den letzten Monaten und Jahren immer versucht, alten Content als neu zu verkaufen. Und das mag bei Leuten funktionieren, die erst seit ein paar Monaten hier am Start sind. Das heißt, erst vor ein paar Monaten angefangen haben, das Spiel zu spielen, aber bei alten Veteranen, so wie ich, der 200.000 Gefechte hat und 11 Jahre Spielerfahrung oder 11,5 Jahre irgendwann bald, funktioniert das halt leider nicht. Und das sorgt bei Fortgeschrittenen und bei, sagen wir mal, erfahrenen Veteranen so ein bisschen für Frustration, ne? Weil wir hatten etliche 8er Premium Panzer, ja, die man sich kauft oder erspielt und dann stellt sich raus, das ist der gleiche Panzer, den man schon in der Garage hat, nur ein bisschen minimal hier und da verändert. Ja, und dann wird das als neuer Content verkauft, so ein bisschen, ne? Und das ist niemand schießt auf den. Lol. Der hat nicht einen Schuss kassiert bis jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja? Die haben ja jetzt gestern, vorgestern ein Video rausgehauen von wegen, ja, was jetzt alles in April und Mai neu rauskommt. Und dann stellt sich raus, das gab's alles schon, das wurde halt minimalst verändert. Keine neuen Maps irgendwie großartig, keine neuen 10er Panzer. Ja, und für Fortgeschrittene oder für alte Veteranen ist das dann halt auf Dauer ermüdend. Wenn man groß was ankündigt und dann kommt so keine Leistung, so in dem Sinne. Ja. Wie sieht's aus? Oh, niemand nimmt den Typen raus. Jetzt haben wir den ELC da schon im Busch. Also werde ich mal gucken. Dass ich mal ein bisschen mobiler werde. Typisch auch mal wieder, du fährst Scout, es gibt keine einzige Arti. Bringt halt nichts, ne? Das mit dem Schießen können unsere Leute noch nicht so. Guck mal da. Ja, also die Spots werden nicht vernünftig genutzt. Hier auf der Einserlinie zumindest. Deswegen, also wirklich, dieses Spiel braucht wirklich, wirklich sehr viele neue Maps, damit man hier wieder Spielspaß verspürt. Sowas wie Austernbucht, aber halt mehrere, ne? Jetzt nicht eine Map und das war's. Und der Waffenträger soll schon wieder als Event kommen. Ich hätte den gerne in meiner Garage. Das versteht Wargaming einfach nicht, ne? Also die Leute wollen das Ding in der Garage und Wargaming macht die ganze Zeit irgend so ein Event, so ein unnötiges Tram-Tram drumherum, weißt du? Der Panzer wurde auch schon im Random getestet. Der ist bei langem nicht overpowered oder so irgendwas. Also dieses Rumgeeiere da, ich verstehe es einfach nicht.
Ja, hier auch offenes Ziel. Verlieren da drüben die 1er Linie, ne? Die Ziele da werden halt nicht vernünftig abgeaimt. Ja. Da gehen ständig Ziele auf, die nicht vernünftig abgeaimt werden. Ferdinand, beruhig dich. Verbindlich zum Dock. Ich habe auch keine Ahnung, warum so ein Ferdinand da in diese Kuhle reingefahren ist. Was hat er sich denn davon erhofft? Ich verstehe sowas nicht. Ah, wie gesagt, es gibt auch keinerlei Artis, ne?
Nützt ja nichts, ne? Ich spotte ja hier, aber wer soll denn schießen? Die ganzen Gegner stehen da unten hinter der Mauer oder hinter dem Stein oder Berg oder Hügel. Man kann halt keiner schießen, ne? Schwierige Angelegenheit hier. Jetzt ist halt die Frage, warum diese Leute hier den Typen hier nicht kaputt schießen können. Ja. Natürlich schießt hier auch schon wieder keiner, ne? Ja, kommt ja nix. So, gucken wir mal, was jetzt noch kommt. Ich muss mal kurz mein Herd ausmachen. Schauen wir mal. Ja.
macht halt keinen Sinn, wenn jeder einzeln vorfährt, ne? Wenn, dann müssen alle gemeinsam pushen. Hätte jetzt ein Sieg werden können, ne? Wenn die Leute vernünftig mitfahren würden. Schluck auf Isda. Naja. Ein Ründchen machen wir noch. Schauen wir mal, schauen wir mal. Oh ja, hör doch auf zu blockieren jetzt. Nö, keiner hat auf den Scout geschossen. Nö, auf den hier, der schon zum zweiten Mal aufgeht, schießt auch keiner. Arti ist nicht eingeaimt. Ja, ist doch wunderbar, ne? Würde ich sagen, kann die Niederlage kommen, wa? So, und der eine ist schon Sikorski. Ja, sieht nicht gut aus, wa? Null Spot Damage bis jetzt, ne? Ja, es schießt einfach keiner auf diesen Scout hier, ne? Der kann hier spazieren fahren, wie der lustig ist. Keiner hat Bock, den rauszunehmen. Ja, unser Team löst sich auch schon langsam in Luft auf. Ja. Absolut keine Chance, dass hier irgendjemand auf offene Ziele schießt, ne? Unsere Arti ist komplett offline, Alter. Die Arti von uns, die steht auch so anscheinend, dass sie gar nicht schießen kann, weil hier so eine Mauer dazwischen ist, ne? Guter Typ. Naja, wir haben Samstag, ne? Man merkt das halt, ne? Erste Runde unentschieden, zweite Runde haushohe Niederlage. Obwohl wir so gut gespottet haben. Guck mal hier, der fährt hier einfach so spazieren, ne? Als wäre nichts. Der macht hier seinen Sonntagsspaziergang am Samstag, Alter. Einfach so komplett offen, zack. Niemand hat Bock auf Ziele zu schießen. Alle hocken hier auf der rechten Seite. Mitte ist nicht besetzt. Linke Flanke ist nicht besetzt. Also absolut einfach AFK, die Leute.
Ah, ich glaube, wir können unserer Arti wirklich mal einen AFK-Bot reindrücken. Die schießt tatsächlich auf nichts, ne, die Arti. Die steht auch hinter der Mauer, die kann, von da aus kann sie auch auf nichts schießen, ne. Das ist ja die ganze... Ach, der beschießt sich selber gerade, ja. Okay, dann machen wir ein unfaires noch hinterher, weil das ist ja süß. Ja, so spielt man Arti. Ja. Ja. Ja, also, dass eine Arti im Jahre 2023 sich selbst immer noch zerstören kann. Hier, ne, indem er zweimal gegen die Wand schießt, ne. Das ist natürlich die maximale Unfähigkeit von der Firma Wargaming, ne. Das muss man auch so deutlich sagen, ne. Dass das immer noch möglich ist, dass diese Arti-Fahrer sich versenken oder gegen die Wand schießen und so. Ne, zu allen anderen Problemen, die das Spiel sowieso schon hat, ist das wirklich maximales Versagen seitens Wargaming. Ne, das wäre eine Sache von einem halben Nachmittag, das rauszuprogrammieren, dass eine Arti sich selber rausnehmen kann. Wirklich, die Unfähigkeit von Wargaming ist halt überall zu sehen, ne, auch zu spüren. Erste Runde unentschieden, zweite Runde haushohe Niederlage, naja. Versuchen wir es eine dritte Runde. Also, das ist... Kaum machst du das Spiel an, Alter, erlebst du einfach nur noch Schmutz. Links, rechts, oben, unten Schmutz, Alter. Das sind Sachen, die Wargaming aus der Welt schaffen könnte, wenn sie denn wollten, innerhalb von einem halben Nachmittag. Ja, oder hier sowas, ne? Also, das ist wirklich reinster Schmutz. Verursacht durch die maximale Unfähigkeit von dieser Firma Wargaming. Dass man mit dem 8er Scout auf 10er Heavies und was weiß ich was trifft auf einer Stadtmap wie Himmelsdorf. Das ist halt das maximale Versagen, Alter, von der Firma Wargaming. Muss man in aller Deutlichkeit auch mal aussprechen, ne? Im Jahre 2023 ist so ein Matchmaking immer noch möglich. Wie gesagt, wenn sie mal kompetente Leute wie mich dort einstellen würden und auch mal anständig bezahlen würden, ja, wir würden diese Probleme schon lange nicht mehr existieren, ne? Also ich würde dafür sorgen, dass das auf jeden Fall mal nicht mehr im Spiel vorhanden ist. Ja. Ne? Was machst du hier mit deinem Scout? Kassieren. Was ist mit Spielspaß? Nicht vorhanden. Ist das fair? Nein. Das Bouncen an der Seite von irgendeinem T-44er, ist das logisch? Nein. Macht das hier überhaupt irgendeinen Sinn, das was hier stattfindet? Nein. Ja, die sind da hinten schon in unserer Base drin, wa? Wo ist der Schuss hingeflogen? Ich hab keine Ahnung. Es macht überhaupt keinen Sinn, was hier abgeht, ne? Ja. Kümmert sich auch irgendwie niemand um Base-Dev, ne? Das interessiert halt niemanden. Man weiß ja seit Sekunde 1, dass die Leute über die Schienenseite kommen, ne? Aber die Top-Tier-Panzer, die großen, starken Panzer, die reagieren überhaupt nicht, Alter, auf diese Situation, ne? Deswegen verlieren wir da die ganzen Panzer.
Tja. Absolute Katastrophe, dieses Team. Da machst du am Samstagnachmittag das Spiel an und bereust es einfach instant. Ja, genau, der wusste ganz genau, dass ich da stehe und war schon pre-aimed. Tja, Freunde, was mache ich denn hier mit dem Scout? Außer massiv wegsterben. Och Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, wenn eine Sache Wargaming nicht versteht, dann ist es Spielspaß, ne? Weil das alles hat nichts mit Spielspaß zu tun, ne? Das hat nur was mit Frustration zu tun und Versagen. Ja. Ist ja egal, wo ich stehe, ne? Also ich krieg ja eh Kreuzfeuer und auf die Fresse, ne? Ob ich jetzt da unten stehe oder hier oben oder links oder rechts, also was willst du denn auf der Map hier machen? Ich kann weder durch die Mitte, ich kann nicht nach rechts, ich kann nicht nach oben, ich kann nicht nach unten. Egal wo ich stehe, ich kassiere ja nur, ne? Also vielen Dank Wargaming für das maximale Versagen und für, ja, Unfähigkeit und mangelnde Motivation am Spiel was zu ändern, ne? Vielen Dank Wargaming für nichts, Alter. Wirklich. Ja, ein geiles Spiel geht zugrunde, weil die Firma, die dieses Spiel programmiert, absolut nichts, aber auch gar nichts über dieses Spiel versteht oder irgendwie da weiterentwickeln will, ne? Ständig kommen nutzlose Arcade-Games raus, nutzlose Stählerner, keine Ahnung was und irgend so ein Schrott. Event, Wargaming Event. Wargaming, ihr rafft nichts, Alter, wirklich, es ist schlimm. Das Spiel geht vor die Hunde, weil ihr einfach nichts versteht, nicht motiviert seid und an den falschen Stellen irgendwas programmiert, was das Spiel überhaupt nicht braucht. So ein Drecks-Arcade-Game, was ständig rauskommt, Alter, da hast du vielleicht 30 Sekunden Spaß und dann danach willst du das nicht mehr sehen und so, anstatt an den wirklichen Problemen des Spiels zu arbeiten. Falsches Matchmaking, Bot-Team gegen Profi-Team. Schlechte Events, sowas wie Waffenträger gehört hier in meine Garage und nicht als Event. Arcade Games braucht kein Mensch. Also wirklich, bezahlt endlich mal Leute wie mich, Streamer, YouTuber, die Ahnung haben, das Spiel seit 10, 11, 12 Jahren spielen. Ja, bezahlt denen ordentliches Geld, lasst euch beraten. Ich stehe zur Verfügung, ansonsten geht dieses Spiel auf jeden Fall vor die Hunde. Ganz einfach.